Hallo zusammen, ihr habt den Titel gelesen. Jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, ist das die neue Nahkampfwaffe der KSK, der Bundeswehr Tomahawk, mit der Versorgungsnummer 511-12-129-172-BW? Nein, es gibt schon sehr lange und fast jeder von euch kennt es, der bei der Bundeswehr war. Besonders die Kraftfahrer. Das Teil gehört zu fast jeder Bordausstattung in den alten Bundeswehrfahrzeugen. Um was handelt es sich? Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es handelt sich um dieses Teil hier. Aha, werdet ihr das sagen? Das kenne ich, das habe ich doch schon mal gesehen bei der Vollzähligkeitsüberprüfung. Das ist das sogenannte Bundeswehr-Klauenbeil. 35 cm in der Länge. Die Schneide hat 17 cm und das Gewicht ist 1115 Gramm. Hat einen schönen Holzstiel. Und hier ist der Namensgeber von diesem Beil. Das ist diese Klaue hinten, die man auch zum Ausnageln hernehmen kann. Das Beil hat außerdem eine Schlagfläche, einen Hammerkopf zum Nageln. Also ein direktes Pionierwerkzeug, kann man fast sagen. Durch sein Gewicht von 1150 Gramm und die breite Schneide. Und weil es gut in der Hand liegt, kann man durchaus mittlere Bäume damit umlegen. Und natürlich, zur Not, kann man es als Waffe benutzen. Der Soldat kann es als Waffe benutzen, wir nicht. Was das Clownbeil kann, für was es gebaut ist, das werden wir jetzt dann gleich mal ausprobieren in einem Praxistest. Also, bleibt dran, bis nachher. Mal wieder unter der Werkbank gefunden. Heute gleich eine Titelstory. Ich zeige euch das Teil nachher, führe es euch vor. Jetzt muss ich mal ein bisschen nachschärfen fürs Testen nachher. Bis gleich zum Test. Holz muss natürlich auch ein bisschen gepflegt werden. Dann nehmen wir Ballistol her. Dass es wieder einigermaßen ausschaut, das Beilchen hier, der Tomahawk. So. Schaut es wieder ganz passabel aus. Jetzt kommen wir zum kurzen Praxistest. Nageln und Nagel ziehen. Einmal schnell checken. Stelle ich nach unten die Kamera. Als erstes meinen Nagel einschlagen. Schöner schwerer Kopf, lässt sich gut nageln damit. Jetzt haben wir mal einen Nagel rein. Ganz. Jetzt probieren wir hier halt die Klaue so zum Ausziehen vom Nagel einfahren und geht raus die Butter. Test Nummer 1. Und weiter geht's. Das Selbstverständlichste für ein Beil ist natürlich Holzhacken und Spalten.
Auch das geht vorzüglich.